Ohren, 1-1 im Spiel gegen Halle, Zweiter gegen Dritter. Wie fällt dein Fazit von der Partie aus? Ja, wie gesagt, es war ein Topspiel, das hat man heute gesehen. Ich glaube, der Gegner war auch nicht so schlecht und ja, wir müssen jetzt mit dem 1-1 zufrieden sein. Klar wollten wir das Spiel gewinnen, aber ja, es ist jetzt leider so und wir müssen nach vorne schauen. Du warst das erste Mal in der Startelf und hast dich dann noch quasi für deinen Einsatz mit dem Tor belohnt. Was ging da so durch, in deinem Kopf durch? Ja, wie gesagt, ich musste, glaube ich, lange warten und ich bin ruhig geblieben. Ich glaube, ich wusste, dass die Saison lang sein wird und dass ich meine Chance kriegen werde. Die habe ich heute bekommen. Ich glaube, ich habe sie genutzt und ich hoffe, es geht so weiter. Nächste Woche Sonntag spielt das Spiel gegen Bayern 2 auf dem Programm. Welche Sachen könnt ihr denn aus der heutigen Partie dafür mitnehmen? Ja, dass wir heute sicherlich als Mannschaft super aufgetreten sind. Wir sind in jeden Zweikampf rein. Und das müssen wir dann in München auch so machen. Klar wissen wir, dass heute vielleicht mit dem Ball nicht alles so geklappt hat, wie wir uns das vorstellen. Aber ja, wir haben jetzt eine Woche drauf, uns so vorzubereiten und hoffe, dass wir das in München dann besser machen. Kiwi, 1-1 im Spitzenspiel. Wie fällt dein Fazit für die Partie aus? Ja, ich glaube, am Ende nehmen wir den Punkt gerne mit. Spiel war sehr kampfbetont, wenig spielerische Highlight, viele lange Bälle, zweite Bälle, viel Kampf im Mittelfeld. Deswegen nehmen wir den Punkt natürlich mit. Wir wussten, dass es ein Top-Spiel wird, wo die Mentalität, einfach die Aggressivität viel über Zweikämpfe kommt. Deswegen war es, glaube ich, im Endeffekt ein ausgeglichenes Spiel, wo das Unentschieden auch gerecht ist. Ja, Halle hat gerade zu Beginn, fand ich, ordentlich gepresst. Ihr wurdet immer weiter nach hinten reingedrückt. Hattet ihr da auch Probleme, euch irgendwie von hinten zu befreien oder war das taktisch vorgegeben, dass ihr erstmal ein bisschen hinten solide stehen wollt? Klar, wir haben einen klaren Matchplan, wie wir das Spiel angehen wollen, wie wir wo pressen. Wir wussten auch, dass wenn wir uns mal tiefer fallen lassen, dass wir trotzdem auch mit der Fünferkette immer wieder Druck auf den Ballführenden ausüben müssen. Das hat phasenweise so gut geklappt, phasenweise auch nicht so gut, wo wir vielleicht die Abstimmung nicht genau hatten, wer dann rausgeht, wer sich fallen lässt. Ja, aber das werden wir, denke ich mal, die Tage in Ruhe alles analysieren. Jetzt steht erstmal der Punkt da, den kann uns jetzt keiner wegnehmen und das im Top-Spiel, sage ich mal, Zweiter gegen Dritten ist okay. Ja, nächste Woche Sonntag geht es zu den Bayern Amateuren, in Anführungszeichen. Welche wichtigen Erkenntnisse könnt ihr aus der Partie mit in die andere Begegnung nehmen? Ja, ich denke mal gerade Bayern als Zweitvertretung, dass sie viel übers Fußballerische kommen, einfach technisch sehr starke Spieler haben, auch immer von den Profis natürlich dann Spieler dazu holen können. Wir wissen, dass es ein komplett anderes Spiel wird als heute. Ja, darauf versuchen wir uns die Woche vorzubereiten, um dann bestmöglich das Spiel am Sonntag zu bestreiten. Patrick, 1-1 im Spiel gegen Halle, Zweiter gegen Dritter. Was hast du für ein Spiel gesehen auf dem Platz? Ja, es war ein intensives Spiel, sehr intensiv. In den Zweikämpfen ging es zur Sache. Am Ende glaube ich, dass das Ergebnis gerecht ist. Wir haben es bis zum 1-1 recht gut verteidigt, haben auch nach vorne hin immer wieder Nadelstiche gesetzt und deswegen haben dann unglücklich das Tor bekommen. Aber im Endeffekt war das 1-1, glaube ich, ein gerechtes Ergebnis. Das Spiel war ein sehr kampfbetontes Spiel, hat man zumindest von außen so wahrgenommen. Habt ihr euch da auch darauf eingestellt, dass es hauptsächlich körperbetont wird und jetzt nicht so der spielerische Leckerbissen wird? Ja, auf jeden Fall. Also uns war klar, dass Halle auch selbst mit Chipbällen öfter agiert, öfter jetzt als es zum Beispiel in Köln der Fall war, wo Köln doch versucht hat, immer klein-klein zu spielen. Da hatten wir auch mehr Möglichkeiten, uns den Ball zu erkämpfen. Heute war es dann eher so, dass es in den Luftduellen zur Sache ging und der Ball dann immer entweder bei uns oder bei Halle runterging. Und dann war es natürlich dann schnell nötig, dass man da entweder nachsetzt oder schnell nach vorne spielt. Von daher war der Ball dann öfter auch mal weg. Aber ich glaube, gerade in so einem Spiel ist es einfach so, dass es schnell in die eine als auch in die andere Richtung geht und dass dann auch mehr Fehler im Spiel sind. Ja, die Hallenser haben ja ziemlich hoch gepresst zu Beginn. Wie schwer war das für euch, euch da aus der Drucksituation zu befreien? Ja, also es war nicht einfach auf jeden Fall, hat man, glaube ich, auch gesehen. Und zwar klar, dass wir gegen den Ball ordentlich spielen wollten, so wie wir es gegen Köln gemacht haben, dass wir nach Ballgewinn schnell umschalten wollen. Von daher war es jetzt am Anfang nicht so, dass wir versucht haben, klein-klein zu spielen und auf unserer Seite dann Halle einzuladen, zu kontern. War nicht ganz einfach, aber im Endeffekt steht es 1-1 und ich glaube, damit müssen wir heute auch zufrieden sein. Danke dir.